Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren und Damen Hallo? und Eichhörnchen. Ja, hallo? Ist das Ding an? Ja, ist an. Nein, guten Abend. Einen wunderschönen zum, was haben wir heute? Oh. Donnerstag. Das ist Homeoffice die ganze Woche. Ist verwirrt, welcher Wochentag ist. Morgen schon wieder Freitag, ist die Woche rum. Hoffentlich ist der Strich morgen nicht mehr da. Also Hauptsache der Stream ist da, oder? Nee, Hauptsache das Kind ist gesund. Der Stream Und ist das das. Kind ist gesund. Stream ist zweitrangig. Das Kind ist gesund. Aber es Das sieht gut aus. natürlich klar. Aber es sieht gut aus. Ja, Sehr gut. wollen wir sie nei lasse? Oder so ähnlich. Namen Flo. Ah, ich weiß gar nicht, hallo, Flo, hey! Ja, genau. Schönen guten Tag, Flo! Na? Genau. Hallo, Lütan. Du musst mich wieder einladen. Denk dran. Wir sind stehen geblieben, lass mich mal überlegen. Wir sind stehen geblieben letztes Mal nach meiner Panikattacke. Da sind wir stehen geblieben. Ich hatte eine Panikattacke. Ich muss hier nochmal irgendwas justieren. Justieren auch noch. Eieiei, das sind die schlimmsten. Justieren. Ja, ich weiß auch nicht. So, Maya, wie geht's Maya? Also, kein Fieber heute, also außer heute Nacht. Und hoffentlich, ja, ein bisschen grantig war sie heute noch, ne? Aber ansonsten, Grantig kann sie ich bin gut. vorsichtig optimistisch, ne? Nicht, dass er auch dieses RSV-Virus da hat. Also Arzt sagt nein. Okay, dann ist gut. So, So. Sitzung wird erstellt. Also Das Sitzung. ist das Beste. Sitzen. Ich warte jetzt auf eine Einladung. So, ich muss erstmal gucken, ob Freunde da sind. So, also ich habe ein paar Freunde hier online. Ich lade aber den Besten ein. Warte mal. Oh, ich drücke mal einen Knopf. Hat mich eingeladen. Gruppe beitreten. Ich bin dabei getreten. Genau, auf dem Weg der Besserung. Auch K2 ist auf dem Weg der Besserung. Wir rechnen morgen mit keinem Strich mehr. Also, dass kein Strich mehr ist. So. Profil des Partners brauche ich ja diesmal nicht machen. Ich muss jetzt hier einfach nur warten. Chiki ist mit einer Blutspur in Erins Zimmer und ich bin mit einer Blutspur in Erins Zimmer. Okay. Da sind wir ja beide im selben Zimmer. Steht hier. Ich Ja. würde sagen, fortsetzen. Ja. Oh mein Gott, oh, das wird eine Tour de Force wieder mal. Oder Tour de France. Keine Ahnung. Tour de Hotel. Beides. Tour de Hotel. Beides. Tour de Hotel. Beides. Ja. Ach so, ich bin bereit. Geht's weiter. Ich hoffe, ich krieg das hin. Also es gab kein Update übrigens, ne? Das Wir heißt, brauchen ein wenn. Update. Naja, es kann ja sein, dass es wieder so einen Steuerungsbug gibt, wie es beim letzten Mal gab. Ist ja relativ schnell gefixt, da laden wir das nochmal neu, aber trotzdem. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Thumet? Ich suche nicht nach Thumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Alter, dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Oh, jetzt eine Mettwurst. So, ich lese mal hier was. Sind wir jetzt eigentlich zusammen hier Na unterwegs? klar, wer Oh, bist du du siehst aber denn? gut aus. Oh, hallo. Mr. Morello, guten Abend. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes-Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da wir noch letzte Hand anlegen müssen. Und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen vor der offiziellen Eröffnung und unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt, sodass ich die Einladung auf 4 Freunde oder Familienmitglieder Ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass diese Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen, wird eine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke an der Ecke S. Wallace Avenue, bla bla bla, abholen. Ich bin sicher,
Sie werden diese Erfahrung sehr interessant finden. Mit freundlichen Grüßen, Rantham Dumet. Oh, da ist doch mal ein Geheimnis auf der Rückseite. Ey, was war das jetzt? Warte. Hallo Grantham, danke. Ich fühle mich geehrt, vorbeizukommen. Ne? Ich bin sicher, dass ich meine Frau und meine zwei Kinder auch dazu bekomme, dass sie mich begleiten könnten. Mein Bruder Francis ist in der Stadt gerade und das würden dann 5 ergeben. Ich vertraue ihnen allen mit meinem Leben. Ne? Deswegen, wir sehen uns am Freitag. Ja, das Abholen mit Limo hat Methode, richtig. So. Okay, ich wollte nämlich kurz gucken, wo wir hierher gekommen sind. Also ich habe unten, wir müssen nach unten, glaube ich. Ich habe hier die 180, habe ich schon gecheckt. Wo bist du denn? Bist du die Dame da hinten gerade? Die Treppe, die Treppe. Bist du hier schon einmal rumgelaufen, während ich gelesen habe? Und hier war nichts, ja? Nein. Konnten wir hier nochmal rennen? Nein. Doch. Doch, mit dem linken Button 1 kannst du rennen. Mach doch mal die Lampe an. Also meine Lampe ist an. Nee, deine Lampe ist also sicher. Also hier ist meine an. Also hier ist die 100. Hör doch mal. Also meine Lampe ist. Also man sieht es doch hier im Stream. Hast du hier die. Ey, der Counter, hast du dir den angeguckt mit der 180? Ja, 180 Meter. Keine Ahnung. Warte mal, ich muss mir nochmal den Counter angucken. Ich sehe ein Bild eines Brustkorbes. Oh, 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 Firefox. Wer stirbt? Ich habe deinen Tod gesehen. Ich frage mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo Dumet ist. Komm mal her, hier ist dein Tod. Guck mal hier, kannst gucken. Wo ist mein Tod? Hier ist dein Tod. Hier ist ein Zettel hier unten. Hast du dich schon angeguckt? Hier, guck mal erstmal nach deinem Tod hier. Da. Warte mal, hier ist ein Zettel. Ah, du liest den Zettel vor und ich gucke in meinen Tod rein. Du guckst dir deinen Tod an und ich lese den Zettel vor. Okay, mach was so. Du lässt mein Skript in Ruhe. Das ist unsere Bibel. Mörderburg, Foyer, innen, Tag. Langsamer Schwenk durch das Foyer, etablierende Atmosphäre, lieber 360 Grad. Eine Reihe von Überblendungen zwischen wichtigen Exponaten, Details, die an der Rezeption enden. Eine Hand kommt ins Bild und drückt auf die Klingel. Für ein Intro ist das hier absoluter Müll. Ich sehe Kritik, aber keine besseren Vorschläge. Schwenk nach oben auf Kate. Kate! Klingt das okay für dich? In die Kamera! Das World's Fair Hotel war kein gewöhnliches Hotel. Die Flure in Blut getränkt, das Bettzeug mit den Tränen von Müttern gewaschen. Ein Zimmer kostete einen das Leben. Und der Besitzer war ein Lügner, Betrüger und vermutlich Amerikas fleißigster Serienmörder. Ein paar Bilder über diese Zeilen legen? FX von Schreien und Schluchzen? Kate dreht sich von der Rezeption weg und verlässt das Bild. Cut to auf Kate. Langsame Fahrt zurück, als sie durch das Foyer geht. Kate, wie wir bereits gesehen haben, endete dieser Blutrausch im Gerichtsgebäude von Philadelphia, wo H.H. Holmes das gleiche Urteil erhielt, das er so vielen anderen auferlegt hatte. Den Tod. Und 1895 wurde sein Hotel oder seine Mörderburg, wie es genannt wurde, bei einer mutmaßlichen Brandstiftung zerstört, bevor das Gebäude selbst 1839 abgerissen wurde und damit ein weiterer Teil von Holmes grausiger Geschichte verblasste. Zumindest dachte man das. Versteht unser Publikum verblasste? Versteht unsere Crew verblasste? Kate hält inne. Kamera fährt weiter zurück und zeigt den Bereich hinter ihr. Kate, Drehort wird noch festgelegt. Es mag wirken, als wäre ich in die gefährlichen Tagen von 1893 zurückgekehrt. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mich wohlbehalten im heutigen Illinois befinde, wo ein Team von talentierten Produktionsdesignern einen unglaublichen Nachbau entwarf. In einem Nachbau des berüchtigten Gebäudes, in dem der bekannte Unternehmer von H.L. Holmes, Experte Grantham Dumet. Kate, man kann fast die verzweifelten Schreie der bedauernswerten Gäste hören, die hier gefangen und dazu verdammt sind, Holmes nächste Opfer zu werden. Also machen wir eine kleine Zeitreise und schauen, ob wir nicht ein paar makabere Geheimnisse aufdecken können, die hier schlummern. In Klammern nutzen wir diese seltene Gelegenheit für. Kate verlässt das Bild. Schreie. Ich glaube, Erin kann das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Anwalt dabei haben will, wenn sie einen Asthmaanfall bekommt. Ja. Hier sind einige Länge als ein Wochenende da gewesen.
Hast du schon den Rest dir angeguckt hier? Nee, ich gucke gerade das Hotelregisterbuch an. Das Interessante ist... Ich muss auch die Sicherung checken. Das Interessante ist, dass hier, wie soll ich sagen, der Checkout ist immer von einer anderen Person ausgeschrieben worden. Ich weiß gar nicht, worüber du jetzt redest. Ich bin hier am Hotelregister. Da haben wir uns auch eingetragen. Am 26.10. ist heute oder war gestern. Und gerade gestern sind andere Gäste rausgegangen. Und zwar zum Beispiel die ganze Familie Morello war hier. Und davor war teilweise eine Familie Harrison Lee, Lewis Lee, Thomas Hall, Cecil Hall, Kurt Hall. Und davor waren Fisher, Davis, Fiddlethorne, Fletcher. Und immer 5 Tage. Die Harrison Lee Familie war vom 5.10. bis 18.10. sogar hier. Das ist sehr verdächtig. Es ist sehr verdächtig. Hast du einen Schlüssel dabei? Nee, ich habe aber die Schublade auch schon probiert, die du gerade gerüttelt hattest. Wie fandest du meine Erzählperformance? Es war super. War super. Danke. Danke. So, hier ist eine Tür, da müssen wir, glaube ich, dran. Hast du schon mal gesehen, dass hier unten Blut ist? Oh, ich habe einen Popel an meinem Monitor. Lass doch Maya nicht immer an den Monitor ran. Ne? Oh, jetzt habe ich hier so einen Mann. Und jetzt schön breitschmieren. Oh, hast du das hier gesehen? Nee, ne? Hä? Das hier. Oh. Hey, ist immer einen nassen Lappen. Ich habe dir mal als Visitenkarte gefunden. Designer. Kann man mit Cola das sauber machen? Glaub nicht, ne? Was passiert, wenn man mit Cola an den Monitor geht? Ich hole mir mal eben Wasser, Moment. Meinst du? Probiere ich mal das hier. Haha, ich mach die Schublade auf. Ja, das hat 2 Sekunden gedauert, weil ich direkt hier meinen Bart habe. So. Ah, guck mal. Ich hab die Schublade auf. Alle Spuren sind fast entfernt. Was hast du gemacht? Ich mache jetzt die Schublade auf. Wie hast du das denn geschafft? Ich habe die Visitenkarte aufgenommen und mit der Schublade habe ich das aufgemacht. Oh. Achtung. Oh, nein. Das hast du noch nicht gesehen. Warten? Ziemlich alt aus. Ich habe hier ein Geheimnis. Oh. Ah, ey. Eine Postkarte. Cool. Ja, warte mal. Ich wollte die gerade erstmal hier hochnehmen hier. Ich habe nämlich das da aus Versehen losgelassen wieder. Nein, mach die Schublade wieder auf, Mann. So, nochmal aufmachen. Ach, ich habe immer eine Karte dabei, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hier hinten steht drauf, Mr. Hector Monday, 1992, Montgomery Road. Sehr geehrter Mr. Monday, vielen Dank, dass Sie Twilight Prairie als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, Sie möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Price, Geschäftsführerin. Okay. Okay. Okay, also merkt ihr mal, der Typ hier, Mr. Brille, Regisseur, der hat eine Karte bei, um Schlösser zu knacken. Oh, ich hab Mist gebaut, sorry. Ja, du hast die Tür aufgemacht, wo das Blut ist. Das ist Farbe, oder nicht? Nein, das ist keine verdammte Farbe, das ist Blut. Blut, Charlie. Du ziehst voreilige Schlüsse. Nur weil es rot ist und stinkt wie Eisen, ist es geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg. Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat Dumet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Genau. Vielleicht unser Abendessen. Ist klar. Ich will aber nicht sowas zum Abendessen. Darum ist die Kamera. So, jetzt renn hier nicht. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Jetzt müssen wir aufpassen. Was? Wir sind bestimmt überall fallen. Das ist ja nicht weg. Langsam. Hm. Renn nicht so schnell. Ich lauf doch ganz langsam. Nein, du bist voll schnell. Du schleißt. Bitte pass auf hier. Ich hab keinen Bock, dass dein Charakter jetzt schon abnippelt. Buh. Was ist los? Nicht.
Pass auf. Vorsichtig, vorsichtig. Hier könnte ein Draht sein. Ich habe nämlich deinen Tod gesehen. Hast du den auch gesehen? Immer rechts lang gehen. Oder links lang. Ich bin mir nicht sicher. Weil von dort kommt die Stimme. Ja, dann gehen wir den anderen Weg, oder was? Ja. Okay, das ist schlau. Also so würde ich das immer machen. Außerdem können wir hier die Kerze anzünden. Nicht. Die Türen sind alle zu. Oh, 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 oh. Ich habe was gefunden, Schicki. Ich habe was gefunden. Ein FBI-Bericht. Lest vor. Ja, ich bin bei. US-Ministerium, Federal Bureau of Investigation, bla bla bla. 97, Hector Monday. Von Assistant Director Chester Bell, Chicago Killer. Unsere Hilfe wird in Chicago benötigt. Sie haben einen potenziellen Serienmörder. Bisher 2 Opfer werden erwartet. Nach Ihrem Erfolg im Fall Sherman möchte ich, dass Sie morgen dorthin fliegen, um Nachforschung herzustellen. Okay. Oh, also ist der Monday irgendeine Art Medium, was Sachen oder eben halt ein Experte, ne? Ich weiß, dass sie kürzlich einige Zeit dort verbracht haben, um bei der Profiling-Schulung zu helfen, okay, er ist ein Profiler, sodass die örtlichen Ermittler sie mit offenen Armen empfangen werden. Sie werden sie bei ihrer Landung in O'Hare umfassend informieren. Okay, siehst du, es war schon mal schlau, hier lang zu gehen. Aber jetzt müssen wir doch dahin, wo das gruselige... Aber wir wissen... Oh, warte mal, hier ist noch ein Geheimnis. Oh, darf ich das? Ja, das darfst du. Komm, da ist irgendwas. Eine lose Planke oder so. Nee, ich glaube, das ist eine Münze. Nimm auf. Yay, wir haben eine Münze. Noch ist sie bei mir da. Du hast gar nichts gemacht hier bei mir. Ja, ich würde jetzt mal in die Richtung hier laufen. Ne? Ja, ich würde auch. Hast du dein Licht eigentlich an? Lass mich in Ruhe, das ist an. Oh oh, oh oh. Oh shit, oh shit. Geh oh auf. Shit. Oh oh. Warte, ich muss gucken, ob hier ein Draht ist. Hier ist kein Draht, keine Stolperfalle. Erlebnisreich, das gibt's wahrscheinlich wieder am Ende des Streams, wenn YouTube-Aufzeichnung erledigt ist. Oh Gott. Was ist denn hier los? Hier röchelt doch. Handschuh, ein blutiger. Hier röchelt einer. Warte. Wo? Na, hör doch mal. Oh, da hinten, die Tür. Okay, soll ich die aufmachen? Möchtest du die Ehre haben? Also ich lasse dir den Vortritt, ist alles gut, weil ich hab's Licht, ich leuchte. So. Ich glaube, der ist kacken gerade da jemand. 1, 2, 3. Hörst du das? Warum bin ich zuerst durch? Fuck! Oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen Entscheidungen treffen. Das ist doch Banana Joe, der Bananenmann. Sind Sie? Was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Was ist das? Das ist eine Druckfalle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und... Der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Kollege. Das ist ein Problem jetzt. Bitte! Hilfe! Hilfe! Warum steht denn er jetzt drauf? Jimmy? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ich kann dich wegziehen oder ich kann zurückziehen. Stopp! Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na toll. Shit, nimm meine Hand. Komm schon. Verdammt.
Na gut, wenn ich dich runtergezogen hätte, dann wäre das ja auch passiert. Richtig. Was hattest du für eine Auswahl? Wegspringen oder standhaft bleiben, also stehen bleiben. Ja, wärst du mal stehen geblieben. Getan, bin ich ja. Wir müssen hier weg. Jetzt. Ach so. Charlie. Weg hier. Scheiße. Wen haben wir gekillt? Wer war das? Ich glaube, wir haben keinen gekillt. Wir haben nicht gesehen, dass er gestorben ist. Denk dran. Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Verarschst du mich? Wir sitzen fest. Himmel. Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Na toll. Hörst du das? Ja. Was ist hier los? Darmkater. Fuck. Ach, ein Kristall. Super. Hast du einen Kristall gefunden? Mach das nicht. Und mach dich nicht lustig. Sorry. Will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllisch scharf und, naja, super magisch. Es ist ein Amethyst. Er beruhigt, indem er einen mit schützender Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Naja. Kann ich das mal selber entscheiden, du? Vielleicht hast du recht. Aber du musst deshalb ja kein Arschloch sein. Genau. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Schon okay. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Ich liebe dich. Okay. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Was nicht bekomme. Es war kein Job, nicht wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Und hast du nie daran gedacht, zuerst den Traum zu verfolgen? Und erst danach ans Praktische zu denken? Offenbar nicht. Ich bin hier, oder? Wing. Die Dinge wurden schon hart für uns. Nein, 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 nein. Gib mir nicht die Schuld daran. Doch. Das warst allein du. Ich weiß. Ich habe es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you. Oh, schon wieder Englisch bei mir. Ich nehme an, daran habe ich nicht gedacht. Oh, ich glaube, das haben wir sehr gut gemeistert, diese Sequenz. Ich wollte... Was willst du von mir hören? Triff eine weise Entscheidung, Shiki. Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim hoffe ich es immer noch. Au. Du hättest das vorher sagen sollen. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich mach das nicht nochmal durch. Was, wenn's diesmal anders ist? Ach komm, das ist unwahrscheinlich, das weißt du. So süß. Hast du gehört, was das für Geräusche waren? Ja. Das hat sie so ein bisschen versaut, aber die Szene war trotzdem gut. Ja. Das war nicht sehr hilfreich. Den beiden gefällt es anscheinend auch. Also. Wir sollten los. Gehen wir zurück zu Aaron und hauen schnellstens ab. Okay, komm, wir gehen mal eben hier noch schnell in den Schrank.